Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Roleplay Minecraft 1.18. Ja, Singleplayer-Projekt nach dem Server, der leider schließen musste. Da denke es noch an, aber es können halt keine Leute mehr drauf. Weil der Techniker ein bisschen überfordert ist gewesen mit dem Machen. Hat auch Studium und so, Karussell, aber ja. Versuche wieder ein bisschen mich anzufreunden, aber ich wollte halt ein paar Sachen machen und habe ihn ein bisschen nachgefragt, wie man es macht und so. Und er hat dann gesagt: Oh, leider habe ich keine Lust mehr mit dir irgendwas zu machen. Du ganze Zeit irgendwie etwas verlangen oder so. Und ich habe immer wieder gesagt: Ja, kann dauern, ich will es jetzt einfach schon mal schreiben und so weiter. Ja, manche Leute verstehen das immer sofort als, ja, machen sofort und stressen und umsetzen, unglaublich und so. Mit solchen Leuten kann. Gut, ja. Dann weiter mit Rollenspiel. Jo, jetzt werden wir natürlich unser Haus bauen da oben. Wir werden jetzt zuerst mal die Stämme platzieren. Sieht ziemlich schön aus, wenn die Wahrzeichenbäume dann oben drüber nochmal sitzen. Stämme im Stamm, der noch weiter hoch führt, vielleicht sogar noch weiter hoch. Sieht sicher schön aus, das Haus so ein bisschen höher machen Richtung, ja. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen da, dass wir das erreichen. Nein. Jetzt kann ich schauen. Seite oder wir machen das Haus so hier rum. So. Können wir auch machen. Auf jeden Fall habe ich viel vor. Das wird aber eben nicht unser Haupthaus sein. Unser Projekt für den Winter. Natürlich in einem Snowy Peak. Was jetzt wirklich gut geht zum Bauen dort. Wir müssen sehen. Ich Haus. Ich habe lieber gerne auch kleine Häuser. Ja. So, ja, diese. Fabrik ist ein bisschen verpackt. Kann keine Mod. Version nicht über. Okay, leider haben wir jetzt einen Setzling wenig. Ja gut, ich schau mal kurz nach Stellung. Ich weiß nicht, ob 8 Seite sieht halt einfach besser aus, wenn man 90 oder 100% macht. Okay, da haben wir ja noch einen. Können wir den Baum auch wieder wachsen lassen? Hier machen wir einfach alle Fäden, die wir abholzen. Der tun wir eigentlich jetzt nochmal abholzen. Gut. Wir wollen es ja auch warm haben hier oben. Warm. Sieht zwar aus, als würde es warm sein wegen dem Regenwald. Das ist Schwarzeiche. Kenne ich natürlich auch nicht von der Real World. Wir sind ja hier in eine andere Welt. Trotzigerist gelandet. Und ja. Angenehm alles. Unseren Mitmenschen. Hierhin kommen diese Bewohner, nennen sie sich, gefunden haben. Ein gutes, angenehmes Leben. Wir werden wahrscheinlich die halt aus dem Dorf mitnehmen müssen. Aber das werden sie schon. So, das Bett ist leider hier ein bisschen verdeckt. Ich ist ja uns. Ja. Könnten jetzt eigentlich schon tiefer meinen. Aber ja.
Was haben wir dann? Was sind es jetzt? Ich habe. Ja, wir haben einfach wenig Platz. Oder? Eichen entfernen wieder. Eichenholz brauchen. So. Wir könnten noch auf die Suche nach Birkenholz gehen. Da war irgendwo ein Birkenbiom. Und wir könnten noch Dschungelsetzlinge holen. Dschungel. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte schon das mal bauen. Wir haben ja hier Schwarzeichenholz. Nehmen wir davon. Gut, dann hier einen platzieren. Einfach mal eins höher. Was hier ebenerdig ist. Machen wir hier eine Treppe hoch. Genau. Hier könnten wir eigentlich überall dann erste. Könnte so machen, dass das ein bisschen aufgesplittert ist, also hier nicht so weit ist, eingeht und dann da drüben einen großen Raum machen, vielleicht einen Lagerraum direkt. Hier ist einfach Werkstatt vielleicht. Auf jeden Fall sollte es ja. Ja, die Steine. Wird sicher. Wenn es immer wieder abreißen. Down. So. Alles gut blockt. Ist nicht blockt. Nicht weiter, hier noch. Und dann müssen wir sozusagen hier weiter. Könnte es ja auch gut. Hier haben wir 1 zu 1. Ja. Haben wir Birkenholz? Holz. Wenn der B-Knolz weg. Komm, machen wir einfach mal. Nein. Jetzt hin. Ja. Müssen wir hier zuerst. Ich möchte schon gerne. Noch. Dann werden wir ab jetzt. Genau. So. Ja. Was? Auch nicht. So,
kann langsam bauen, scheinbar. Aber es ist natürlich immer eine. Ich war jetzt gerade nicht Baumeister, und ich war einfach einer, der fasziniert war von Bauen. Ich finde das schön. Also mir gefällt es schon. So, dann machen wir hier auch noch Baum muss halt jetzt weg, weil sonst nicht. Und man eine neue Axt. Ist ja genug Eisen. Ja. Eine Axt. Ah, hier hätten noch eine Axt. Machen wir die noch. So, dauert ja nicht. Oh. Ist ja auch nicht gerade so lang. Das Problem ist einfach, mir gefällt jetzt gerade diese Gegend gar nicht so gut. Ihr seht es vielleicht, es gibt Mischungen, also auch zum Beispiel dieser Wald da, der Schwarzwald oder wie der heißt, der sozusagen jetzt auch Asylspawn sehr gut. Das heißt auch, dass die Biome jetzt auch unter. Also könnten die Gegend natürlich immer noch verschwinden. Müssen halt einfach. Das können wir am besten dann in den Livestreams immer. So, eine Schere hätte ich noch gerne. So einen Eimer möchte ich. Einen Baum möchte ich. Genau, und die Wege müssen wir machen. Dafür brauchen wir eine Schaufel noch. Wir müssen eine. Ja, machen wir das jetzt gleich schon. Beispiel so. Hier machen wir das dann Beispiel der Dörfer. Sehr gut. Ist die Schaufel gekommen. Okay, also einen Weg haben wir auch schon gebaut. Und oh, wir brauchen dann noch ein Zimmer. Machen noch ein. So, aus dem Stamm. Nehmen wir mit. Und ja, von ja auch hier.
Patient. Ah, okay. Zusammen machen. Ja. Gut, dann haben wir hier. Hier machen wir das Kreuz. Kleinakt noch hoch machen. Sonst tut, können wir hier rein tun. Jetzt machen wir die Ratio noch. Vom Monster. Wisst ihr eigentlich, wie die Schaden bekommen müssen? Hat schon sehr schmerzhaft ist, dass das auch ein bisschen rüberbringen, dass es passiert. Zu merken, ja. Der eigentlich. Das wird so. Gut. Jo, wir machen da noch einen Raum für vor allem die Lichtbären. Den können wir eigentlich hier irgendwo unten machen. Adri. Machen wir hier das weg. Ich habe vorhin noch nicht gemacht. Zwar Eischaufel. Ein Eisenschwert und irgendwo. Das mache ich noch ein Crafting Table. So, gut vorbereitet. Wir haben einfach noch gegessen. Eigentlich könnte ich ja einen Eimer muss ich auch noch machen. Eigentlich können wir kurz eine Farm bauen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie in die Lüfte holen. Also Bäume machen kann. Nehmen wir zwei mit, wegen dem Trikot. Da gibt es sehr viel. Sonst irgendwo in der Nähe Wasser. Nur. Ja, darum müssen wir eigentlich uns auch kümmern. Aber ich würde jetzt eher so ein bisschen auf hier schlachten oder so gehen. Nicht gerade hier. So, ja, kümmern wir uns zuerst mal um die Lichtbären, die kann man essen. Machen wir so einen Zweiergang. Oder wir können unterirdisch die Farm bauen. Das ist sehr aufwendig. So, jetzt müssen wir einfach noch die Leuchtbären holen. Ich nehme einfach mal alle aus. Zwei mit. Brauche noch Dunkelheit. Pilze haben wir nicht. So, diesen Azelotl möchte ich gerne in ein Aquarium tun. Also ein halbes Aquarium und Aquarium. Terrarium. Aber dann müssen wir doch noch eins tief rein, damit. Sehen wir halt einfach nie. Vielleicht in die andere Richtung auch. Ja, es ist eben nicht jetzt gerade so durchschauen, wenn die.
Ja, ich freue mich auf die Dorfbewohner, die muss man halt eh transportieren, so abfahren oder so. Und dann mit einer guten Farm. Okay, die wachsen sehr schnell. Ja, ist einfach wegen dem random Ticket auf Sonnen 3. Eigentlich dreimal so schnell. So, und die anderen Leuchtbären kann ich jetzt hier rein tun. So, dann machen wir mal hier die Kiste mit Blöcken und hier Herzen. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen. Wir könnten mit einem Boot einfach ein bisschen erkunden. Wir brauchen halt noch ein paar Biome. Wir gehen jetzt mal nach links, weil dort der Dschungel ist. Wir brauchen hier noch Müllsetzlinge. Einfach wegen der Farbe. Und einfach weil es noch eine gute Ernährungsquelle ist, Kekse. Brauchen wir halt einfach die. Also hier hätten wir Birken, können wir gleich mal ein paar holen. Ja, gemütlich. Nehmen wir jetzt einfach mal Strip. Haben sie gleich nochmal. Also der Dschungel ist wahrscheinlich hier. Hat noch einen. Aber gut. Bin ja liebend, Kerl. Weiß. Wenn euch nicht so interessiert, kann ja eben auch ein bisschen etwas erzählen oder so. Bin halt einfach in dieser Welt geirrt, weil ich noch Sachen erkunde. Bin in ein Portal reingesprungen. Bin hier gelandet. Ich weiß jetzt nicht gerade, was passiert ist. Muss ich einfach ja, zum Überleben kämpfen. Gut hingekommen. Eine gefunden. Dort. Keine Ahnung, wie dann jetzt momentan die Spawner funktioniert. 18. Setzen möchte. Hier einen und zwei. Hier mit 60. Also. Oh, ein Delfin. Töten. Nice. Hier haben wir noch ein Sumpfrecht. Blumenbiom schon. Schön. Könnten wir dann züchten. Vielleicht haben wir hier ja dieses Biom. Snowy Peaks. Was sind Sonnenblumen? Nice. Sonnenblumen und ein Dorf. Scheinbar ein Dorf. Nice. Also, dieser Seed ist ziemlich geil. Eben, es ist einfach so generiert. Ich habe keinen Seed das im Internet benutzt. Den Seed gebe ich natürlich nicht so gerne ab. Sonst spöllert ihr mir oder so. Ich weiß es nicht, vielleicht für ein Event, so zum Beispiel der 350 Grad oder so. Eigentlich reichen dann. Wenn ihr es früher haben wollt, ich kann es ja sonst. Discord vor Stream. Leute, die halt einfach ein bisschen aktiver sind. Aber ich bin nicht so einer, der gerne Seeds einfach gibt. Weil eben, ihr könnt genau gleiche Welt dann auch spielen und dann könnt ihr mich spoilen. Ich möchte nicht. Ich mag es auch keine Seeds aus dem Internet zu benutzen. Will mein Abenteuer so erleben, wie ich. Ich habe eben die erste Welt genommen. Da bin ich einfach am zufriedensten.
Wenn es dann heißt, ja, kann das von vorne ohne Spoiler spielen. Das ist ein An. Und ich sah das Brett und Akazienholz Stämme zu kommen. Hier haben wir Banner, braune Banner, die brauchen wir auch. Okay, eine Schmiede haben wir hier scheinbar. Ja, und wie kommt man jetzt hier hin, liebe Dorfbewohner? Wie eigentlich da? Dann muss ich halt hier einen Raum. Okay. Denke, so einen könnte nutzen. Ja, ihr seid nicht so schlau. Also, ich muss euch wahrscheinlich ein bisschen lernen, wie man das. So, jetzt mache ich mit den Holzbrettern auch den zweiten Eingang in dieses Haus zu. Wenn ihr es nutzen wollt, müsst ihr es da wieder auf. Dorfbewohner. Oh, zwei Kätzchen. Oh, schöne Brunnen. Hallo, darf ich mit dir mal kurz reden? Nicht? Was denn? Habt ihr eigentlich hier gemacht? Überhaupt die Wasserquelle? Gerade so. Was? Hey, was macht ihr eigentlich hier? Komisches Pack. Aha, und den Garten habe ich hier weit unten. Gehen wir zuerst oben. Dann noch unten. So, hier haben wir einen Röchteofen. Der hat eine Mütze auf. Pfeilmacher. Okay, interesting. Dies verkaufen ist gerade das wert. Bei Kies ist halt wirklich schon sehr. Also man bauen kann. Gerade so bekommen. Unterirdisch könnte man und abbauen. Jetzt nicht unbedingt so viel sparen müssen. Kann man schon abbauen. Wie ein Baum. Ja, ihr habt sehr viel kaputt hier, hä? Ja, repariert es wieder, der Drago. Ja. Hier unten ist auch noch Überschwemmung. Das Überschwemmungsdorf. Okay, haben wir. Aha, das geht ja auch. Ich finde, dieses Dorf ist jetzt nicht gerade so gut. Und? Wahrscheinlich nicht so viele Kerne bauen. Ja, vielleicht schon. Lass euch mal selber den Garten wieder. So. Okay, noch mehr Brot und Ende. Oh, ihr habt hier auch noch. Dankeschön. Ah, ich habe deine Katze abgebaut. Du. Okay, jetzt ist es. Okay, hier kann man Karotten und roten Beete abgeben. Wo ist rote Beete? Keine rote Beete. So ein Mist. Ja, ich möchte gerne diesen Lavafall dort abbringen. So,
Katzenholz, weiße Wolle, welche wo dringend. Gut, dann verlasse ich wieder dieses Dorf und ich hoffe nur nicht, dass irgendwo ihr wisst es. Was haben wir sonst noch? Dieser Lavasee, der ist mir ein bisschen zu groß. Das dauert leider ein bisschen. Okay, hier haben wir ja wieder Birken. Relativ viele Birkenbiome. Eben die Birken. Das seht. Dauert wahrscheinlich noch mal eine halbe. Klar. Aber dafür machen sich. Also wenn die das fehlt. Ja. Okay. Ja, die Bäume, die brennen gar nicht. Für Ausbreitung. Ach, das, sie würden trotzdem anfangen zu brennen, aber ja, das bleibt. Hat sich das geändert? Keine Ahnung. Ich glaube, das dauert. Ja, das Dorf sieht sehr schön aus. Bild. Recht generiert. Gut, dann gehen wir Richtung Savanne. Haben halt schon Schaf voll. Könnten mit der Minimap dann auch Waypoints machen, wo Lager ist, was hinsetzen, ein bisschen durchmachen. Und dann einfach mit dem Pferd oder so immer wieder hinreiten und leeren, was wieder eins gefüllt ist. Bleiben. Ja. Kann man ja auch auf Wegpunktregister dann in der. Aber leider funktionieren die Mods gerade. Keine Ahnung, was die. Es steht immer, ihr braucht eine Version höher als 1.3 oder so. Da das so schau und gar keine neue Version nehmen kann. Also zur Savanne wollten wir dann in den Dschungel. Ich habe ihn schon gesehen, die Gruppe. Wunderbärchen. So. Gut, dann. Dschungel hochgehen. Schöner Dschungel. Wir haben ja ihn auch von der anderen Seite gesehen. Gut, haben wir irgendwo hier kleinere Dschungelbäume? Vielleicht hier oder gehen wir noch ein bisschen weiter? Hier hat es auch. Ja, aber ich habe leider keinen Platz. Ei, kann ich. Wir tun. Ein Kakao habe ich. Drei Kakao, weil die nicht kann. So. Ja, der liegt schwarz. Ja, vielleicht finden wir etwas anderes noch im Schiff. Könnte man immer.
Klasse oder so. Mann. Rätsel. Hallo. Okay. Ah, ich brauche es. So, wir haben jetzt 36 Minuten. Weiß nicht, ich weiß gar nicht. Ja, schon. Eichen, schlafen, kurz. Schlafen. Zu wenig. Aus 2 Tage und zu wenig Schlafenszeit. Das ist einfach meine Krankheit. Stress. Abbauen. Hormon. Sohn wird einfach nicht produziert. Keine Setzling. Ja gut. So ein Mist-Tee. Ich mag ihn. Mir nicht. Eben immer so wenig. Müssen wir leider noch mehr wählen. Ja, die Eiche möchte ich, wenn ich die große Eiche kann ich nicht wählen. Kommen wir jetzt an. Kein einziger Schlüssel. Ja, sind. So ein Mist. Wir kommen einfach nicht an Schwungsetzlinge. Okay. Werfen mal weiter. Sehr gut. Nice. Gut, Slots im Real Life. Glaube, haben wir es jetzt. Die großen Bäume wieder. Dann würde gerne noch einen Mann mitnehmen. Prima. Dann hier. Ein Baum. Hoffen wir, dass wir. Ich lasse mal diese Holztür. Ah, es dauert leider auch. Oh, cool. Nice. Mega schön. Ja, ich will jetzt noch keine Tiere schlachten. Aber wir brauchen eventuell jede.
Ein einziges Dschungel setzen. Gut, aber haben die die seltener gemacht? Was? Wir brauchen einfach eine Gruppe. Zum Beispiel die zwei Bäume hier. Was ist denn das? Hey. Lass mal einen. So, aus diesen Bäumen muss jetzt ein. Für einen würde vielleicht sogar. Aber ich hätte schon zwei oder drei. Weil da kommt wieder aus einem Baum kein Setzling runter. Ja, dieses Problem wissen wir. Aber so ist es. Und daraus lernt man ja. Ich finde cool, wenn manche. Das Problem. Mag die Geräusche nicht. Ich denke immer, es ist ein Gegner. Lieber nach oben. Boah. Ja, aber schön, dass es sieht. Ich finde das toll. P1 Dschungelsetzling haben wir jetzt. Und keine Eiche. Wie? Warten wir noch kurz, ob wir. Ah, hallo Papagei. Aus. Gefällt dieser Papagei. Aber. Oh, und der Bambus ist auch. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu schnell eingestellt. Ich kann es schon setzen. Aber ich finde eben, dass die Wartezeiten sind. Noch ein Baum mehr, bitte. Auch irgendwie so, ja, mindestens drei oder vier Backups. Keine Setzlinge. Ja, leider. Vorbereitung einfach ein bisschen nötig. Viel halt gerne ein bisschen. Effekt. Und ja, sehr viel vor, also könnten ja eigentlich Effektivität gebrauchen. Bauen so selten Materialien zu benutzen, oder? Also was ich gerne machen, Beton oder eher Rahmen mit irgendwie etwas bauen. Okay, schade. Sicher. P2 reichen. Jetzt gehen wir einfach mal kurz. Haben leider wirklich gar keinen Plan. Einfach mal kurz achten. Dann gehen wir. So, aber. Also ich werde einfach mal oh, ein roter Backen. Ich weiß gerade nicht, was alle, ob es alle Aras sind, eigentlich nur Ara einfach Papagei heißt. Genau, den Kakadu.
Ja, wie die heißen. Und schön, dass ich nach Situation so gerne. War eines meiner Lieblings. Und blau und dann. Also viele Papageien haben wir hier. Die könnten wir auch hören. Leider sind wir ganz oben. Ui, hatte ich. Okay. Hey. Wurden die? Das kann sein. Ich. Kohle mitgenommen. Ich will kurze Zeit wenig töten und natürlich ist so, können wir hier von hier aus etwas der Rahmen des Schwarzzeichenwalds da drüben, der ist sehr breit. Jetzt habt ihr schon mal auf einem Baum geschlafen? Ich habe mal bei unserem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, hat es einen Kletterbaum neben dem Spielplatz gehabt. Da auf einem Baum. So zwei Ästen. War zwar nicht bequem, aber Kinder. Na, Basketball, ja. Da hatten wir so einen Kehrplatz, also einen Platz zum dem Auto kehren. Mein Arsch! Mein Arsch tut weh. Ich wollte gar nicht mich bewegen. Du bist böse. Mein Arsch. Blödes Gesäß. Hätte mich knapp noch getötet. Hätte niemals gedacht, dass es so weit runter. Ich habe das erst viel zu spät, als ich schon gefahren bin. Recht weit weg. Gut. Ja, also nicht so angenehm. Einfach mega Schmerzen. So ein Scheiße. Wieso hat Minecraft nicht gerade stoppen? Der Traktor läuft immer noch so ein, zwei Meter weiter. Nein, ein, zwei Meter. Meter weiter. Konnte eigentlich gar nicht mehr bremsen. Ging einfach nicht mehr. Ja gut, jetzt gehen wir natürlich weiter weg von unserem Grundgebiet. Also wir können das später. Hey, wieso? War ich denn? Gehen jetzt mal hier runter. Wenn wir hier noch am Licht. Mal wieder groß. Aua. Haben wir eine Schere, aber wir haben keine. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Meine Beine mal mögen. Also gut. B zu B dann. Wäre schon geil, wenn man laufen könnte bis. Ein Heiltrank oder so genommen hätte auch das Fluss. In der Minecraft hat schon nicht gerade so ein gute ja,
Fluss wegen den Wiederholen und so. Weil er so viel Rohstoff im Biom hat und so weiter. Aber dennoch macht das auch jetzt irgendwie den Part. Ich hoffe, übergekommen. Viel Spaß. Und wenn ihr Fragen habt oder gerne was ihr wollt, ab in die Kommentare. Ich liebe es, wenn ihr schreibt. Macht's ruhig, bitte. Und keine Angst, ich bin ganz normaler Mensch. Sehr gerne bleiben. Leider nur zu. Nehmt euch Zeit, bitte. Auch für andere. Ein bisschen Unterstützung. Mehr zu. Bitte euch gut. Mir gut, tut's auch gut. Wenn ihr das erstmal macht, öfters, habt ihr wirklich so Motivation, jemanden zu schützen. Ich streame ja selber und ich unterstütze sehr viele Streamer. Ja. Dann machen wir hier mal Pause. Wir gehen dann einfach rüber. Hier. Den Berg da. Okay. Ja, in die Richtung. Dankeschön fürs Zusehen und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Tschüss. Einfach eine Stunde. Tschüss.